Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. Der Sommer 2022 und dabei vor allem auch der August wird bei uns in den Landkreisen Mühldorf und Altötting in Oberbayern sicherlich nicht nur zu den trockensten und heißesten, sondern auch zu den pilzärmsten Sommern gehören, die wir je erleben durften. Gab es bei uns im Pilzjahr 2022 von Juni bis heute nämlich nur um die 160 Liter Regen auf den Quadratmeter und im August stellenweise gerade einmal nur noch 10 Liter pro Quadratmeter, waren es im Pilzjahr 2021 im Zeitraum Juni bis August stellenweise deutlich über 300 und im August immerhin zwischen 80 und 100 Litern pro Quadratmeter. Es gab bei uns in diesem Jahr im August also tatsächlich teilweise nur noch ein Zehntel des Niederschlags im Vergleich zum Vorjahr. Somit ist auch klar, woran es bei uns in diesem Jahr scheitert. Im Sommer des Pilzjahres 2022, vor allem jetzt im August, muss man sich bisher also wirklich über jeden noch so kleinen Fund freuen. Häufig blieb es bei unseren Pilzwanderungen im August bei einigen wenigen klebrigen Hörnlingen oder alten vertrockneten Samtfußkrimplingen, ja, und mit Glück vielleicht noch dem ein oder anderen Porling. Diese Pilzarmut zeigt uns wieder mal, dass nasse, pilz- und vor allem artenreiche Sommermonate, wie zum Beispiel der August 2021, zwar möglich, aber nicht die Regel sind. Für uns Grund genug, noch einmal auf den wirklich atemberaubend schönen Pilzmonat August aus dem Vorjahr zurückzublicken. An beideshalben Rückblick mit einigen schönen Funden aus dem August im Vorjahr und obwohl wir nicht wirklich jede Art, die sich im August 2021 gezeigt hat, ins Video gepackt haben, veranschaulicht das Video doch, was im August bei ausreichend Niederschlag möglich ist. Es bleibt zu hoffen, dass nun endlich auch bei uns einmal der versprochene ergiebige Niederschlag kommt. Ja, und dass im Pilzjahr 2023 im Sommer dann vielleicht wieder so viel Regen fällt wie im Sommer 2021. Ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem restlichen Video, mit den weiteren Arten, die sich bei uns im Pilzjahr 2021 im August gezeigt haben. Ich hoffe mal, ihr habt ein bisschen mehr Regen abbekommen in den letzten 2 Wochen als wir. Bei uns ist wieder alles schnurstracks vorbeigezogen. Nichtsdestotrotz, vielleicht kommt ja noch was nach. Ja, und die Hoffnung stirbt zuletzt und ich hoffe eigentlich schon, dass im September oder dann wenigstens spätestens im Oktober dann wieder ein bisschen mehr los ist, ja, und sich dann auch eine tolle Artenvielfalt zeigt. Also, viel Spaß im restlichen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.